Die Jagd nach dem Goldschatz im Itzabalsee. Heute suchen wir das erste Mal im Wasser nach den Überresten der legendären versunkenen Maya-Stadt Atlan. In Rio Dulce kaufen wir Ausrüstungsgegenstände. Seile, Kopfbedeckungen zum Schutz vor der tropischen Sonne, Macheten. Dann fahren wir an eine Stelle am See, an der laut Maya-Forscher Joachim Rittstieg eine Brücke nach Atlan geführt haben soll. Wir sind hier an dem Punkt auf der Karte, direkt an der Küste, wo der Weg zu der Hauptstadt geht. Der Durchmesser beträgt jetzt 22 Kilometer, 9 Kilometer bis zum Ring der Stadt. Hier im Zentrum, sagen die Aufzeichnungen der geophysikalischen Messung, liegt das Zentrum der Stadt. Das möchten wir gerne, dass hier die goldenen Tafeln gehoben werden. Unser Taucher Steffen Haufe geht ins Wasser. Seine Aufgabe, das Ufer in diesem Bereich nach Steinen oder anderen Spuren absuchen, die auf eine uralte Wasserstraße in die Goldstadt Atlan hinweisen. Das Wassergrundstück gehört Carol Digues. Sie hat in ihrer Jugend in Deutschland gelebt. Rittstieg hat sich von ihr die Genehmigung zum Tauchen geholt. Carol ist froh, dass jemand den See untersucht. Die guatemaltekische Regierung hat kein Interesse an, sagen wir, Monumenten und die auszubauen und rekonstruieren für das Tourismus, weil die haben keine Vision. Ja, sie kommen, die Regierungen kommen und gehen und sie stellen, was sie können und sie nehmen mit, was sie können, aber keiner investiert in Kultur. Doch das Aufsehen um unsere Expedition hat schon jetzt einiges bewirkt. Auch der Bürgermeister der Region taucht auf, will die Theorien des Forschers aus Deutschland kennenlernen. Der Maya-Nachfahre vom Stamm der Kekchi ist begeistert. Ein Goldfund, das wäre fantastisch. Hier würden Touristen von überall herkommen. Das ist ganz wichtig für unsere Region. Wir könnten davon absolut profitieren. Außerdem würde die Welt mehr über unsere Kultur, die Kultur der Maya, lernen können. Im Wasser bekommt unser Taucher immer mehr Probleme. Wir müssen abbrechen. Die Sicht ist sehr schlecht hier. Die Sicht tendiert eigentlich gegen Null. Man hat fast überhaupt keine Sicht, weil das ist doch die Schlammschicht. Also die ist sehr, sehr groß, sehr tief. Also man spürt das halt, wenn man taucht halt. Und ich fasse mir die Hände da mal rein unten, dass da doch jede Menge Sediment und Schlamm und solche Modder vorhanden ist halt. Und da, wenn man da einen kleinen Flossenschlag an der Stelle macht, ist die Sicht sofort weg. Die Schlammschicht müsste mit schwerem Gerät abgetragen werden. Eine Mammutaufgabe, für die uns die Genehmigung fehlt. Doch wir lassen uns nicht entmutigen, wollen jetzt auf den See fahren und nach der Stadt Atlan und ihrem Goldschatz tauchen.